Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ein G9-Antrag. Zunächst einmal, dieser G9-Antrag hat alles, was so ein G9-Antrag braucht. Das Gymnasium kommt vor, Frau Löhrmann kommt vor und der runde Tisch. Soweit alles gut. Das ist aber eigentlich auch alles, was an diesem Antrag gut ist. Sich jetzt hier und heute, lieber Herr Kaiser, hinzustellen und den Robin Hood des G9 zu machen, das finde ich, ich weiß nicht, wie ich es unparlamentarisch ausdrücken soll. Ich sage mal keck, zumindest aber keck. Auch inhaltlich ist der Antrag letztendlich total nichtssagend. Ein echtes G9 wollen Sie ermöglichen. Sie bleiben dabei mit diesem Antrag aber eine Erklärung schuldig, wie genau Ihr G9 denn aussehen soll. Was soll sich denn verändern? Welchen Auftrag hat die Schulministerin? Mir wird das aus Ihrem Antrag überhaupt nicht ersichtlich. Ich weiß gar nicht, was die Frau Löhrmann da jetzt machen soll. Aber eine Erklärung gibt es ja vielleicht dafür. Ich habe gerade gehört, weiß nicht, ob das stimmt, Frau Vogt-Küppers. Der Herr Laschet fährt in den Herbstferien in die Schulen. Mann, 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 da wird ja aber viele Leute angetroffen haben, um mit denen zu sprechen. Aber hallo. Und wenn Sie damit auf Ihr Schulkonzept abziehen, liebe Kollegen von der CDU, dann muss ich Ihnen an dieser Stelle sagen, bei aller Kritik an dem Konzept von Grünen und SPD, aber das, was Sie da wollen, das ist das Allerschlechteste aller Konzepte. Sie entledigen sich da der politischen Verantwortung und sagen einfach, lass die Schulen das mal irgendwie machen, die kriegen das schon irgendwie hin. Ja? Sie tragen damit den Streit in jede einzelne Schule, in jede einzelne Schulkonferenz. Und auf der Veranstaltung, wo Frau Dr. Bunse und Frau Gebauer war, da haben die Eltern es gesagt, dass sie es nicht wollen, die Kollegen haben gesagt, dass sie es nicht wollen. Und die nächste Frage ist doch, was ist denn mit der Mobilität hier in NRW? Was passiert denn mit den Schülern, die auf ein G9-Gymnasium gehen, wo die Eltern umziehen müssen, und dann gibt es da G8? Das führt unweigerlich dazu, dass diese Schüler das Schuljahr wiederholen müssen. Und liebe Kollegen von der CDU, Sie schreien hier ständig, ne, Wirtschaft, Standortfrage. Das ist doch ein Nachteil für den Standort NRW, wenn da keine Sicherheit im Schulsystem ist. Wir wollen kein Elite-Gymnasium und ein Gymnasium, sage ich mal, naja, vielleicht für die nicht ganz so fitten Schüler, kann man vielleicht auch anders ausdrücken. Wir wollen ausreichend Lernzeit für alle Schüler. Und die Diskussion, die hier gar nicht geführt wird, hier geht es um G8 und G9. Es geht doch gar nicht nur darum, Stoff zu vermitteln. Es geht doch darum, lasst uns doch diesen Schülern diese 9 Jahre geben. Lasst uns doch mit den Unis kooperieren. Lasst uns doch gucken, wer fitter ist. Was kann der schon zusätzlich machen, anstatt immer zu überlegen, wie kriegen wir den schneller durch dieses System geschleust? Das finde ich den komplett falschen Ansatz. Und in der Pressemitteilung gestern dann so zu tun, als ständen Sie an der Seite der Eltern, das finde ich einfach unglaublich. Sie haben sich hier im Sommer, wie alle anderen Fraktionen, der Debatte verweigert. Sie hätten bereits im April 15 den Elternwillen ernst nehmen können, als hier 100.000 Unterschriften lagen. Und was haben Sie gemacht? Sie haben sich kraftvoll enthalten. In der Pressemitteilung sagen Sie, als CDU-Fraktion stehen wir an der Seite der Eltern, Schüler und Lehrer, die sich die Wahlmöglichkeit für ein echtes G9 wünschen. Da frage ich mich wirklich, ob das nicht peinlich ist. Ja? Sie ignorieren hier den Elternwillen seit Jahren, genau wie alle anderen. Wir haben zu Beginn des Runden Tisches im Dezember 2014 einen Antrag eingebracht, der damals gesagt hat, lasst uns schon während des Runden Tisches Ausstiegskonzepte formulieren, damit, wenn der Runde Tisch scheitert, damit wir dann sofort handeln können. Sie waren genauso empört wie alle anderen in diesem Haus, wie wir diesen Vorschlag machen konnten. Wie konnten wir das wagen? Wir, meine Damen und Herren, stehen an der Seite der Eltern in diesem Land. Wir haben mit Unterschriften gesammelt. Und wir haben die Initiative G9 jetzt unterstützt. Und wir freuen uns, dass das jetzt weitergeht. Und einen Satz möchte ich noch sagen. Ich habe letztens auf der Heimfahrt WDR gehört. Und da ging es um Populismus in diesem Land. Und da war, was mich selber überrascht hat, da war nämlich G8, G9 auch ein Thema, wo die Menschen gesagt haben, wir verstehen Politik nicht. 80% der Bevölkerung möchte das G8 nicht, das Turbo-Abi. Sie möchten ein G9. Und hier wird rumgeschwurbelt. Meine Damen und Herren, lassen Sie diesen Hokuspokus sein und nehmen Sie den Elternwillen endlich ernst. Vielen Dank, Frau Kollegin Pieper.